Hallo liebe Leute, ich muss euch jetzt was zeigen. Hier oben sind zwei Wasserbehälter. Die sind in sehr hoher Höhe, 3 Meter hoch. Die werden aufgefüllt mit einer 12 Volt Wasserpumpe mit Autobatterie. Dann werden die mit Wasser gefüllt. Und wenn man dann den Stöpsel zieht, ich mache es jetzt gleich mal, den Stöpsel hier oben zieht, dann laufen die Maschinen an. Hier unten. So, und nun macht die Maschine eine schöne Umdrehung. Na, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen in Schwung kommen. Also drehen, wie ihr seht. Und dann gehen wir mal runter. An der Seite hier haben wir ein Übersetzungsrad. Hier drin laufen die Wasserräder. So, seht ihr. Und hier ist das Übersetzungsrad. Und das geht dann auf den Generator, der hier ist. Moment. Und hier das, was hier einmal dreht, hier oben, das dreht hier unten 15 Mal. 15 Mal. So, die Geschwindigkeit ist ein bisschen gering. Man kann die noch verändern. Die müssen wir noch verändern. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Gestern hatten wir viel höhere Geschwindigkeit gehabt. Ja, da oben kommt ja nichts mehr. Wasserräder drehen. Man kann sie noch beschleunigen, das müssen wir noch machen. Wir hatten gestern noch viel höhere Umdrehungszahl. Warum heute nicht, das weiß ich im Augenblick nicht. Das muss ich mal testen. Hier sieht man, wie sie läuft. Also, es ist so, der runter auf die Maschine, auf die Wasserräder. Die drehen dann die Wasserräder schnell. Läuft heute ein bisschen langsam. Muss ich sehen, was das los ist. Da fehlt oben der Wasserdruck von oben. Da ist zu wenig Wasser drin. Und dann geht es hier auf die Übersetzung. Dreht weiter und dann geht es auf den Generator. Wahrscheinlich vermute ich mal, dass wir hier ein bisschen zu stramm den Keilriemen gespannt haben. Ja, er ist ein bisschen zu stramm. Den müssen wir ein bisschen ändern. Ja, aber läuft die Maschine. Aber wir müssen noch viel dran verändern, viel verbessern. Hier haben wir dann den Schaltschrank, der dann anzeigt, wie die Strom Versorgung ist mit den Kondensatoren und dann daran wird dann angeschlossen der Stromkreislauf. Das war's erstmal. Von hier oben kommt das Wasser.